damit grüßen wir Sie an diesem Dienstag. Herzlich willkommen. Starten wollen wir mit dem, was gestern Abend in Belgien passiert ist. Kurz bevor in Brüssel das EM-Qualifikationsspiel Schweden gegen Belgien angepfiffen wurde, da soll nur wenige Kilometer entfernt ein Mann zwei Schweden niedergeschossen haben. Der mutmaßliche Attentäter ergriff die Flucht und konnte erst nach stundenlanger Fahndung gefasst werden. Allerdings hat er die Festnahme nicht überlebt. Heute an Tag 11 nach dem Terrorangriff der Hamas ist Bundeskanzler Olaf Scholz zu einem Solidaritätsbesuch in Israel eingetroffen. In Tel Aviv will er mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und mit Angehörigen deutscher Geiseln sprechen. Ja, und an der Grenze zu Ägypten warten nach wie vor Lastwagen mit Nahrungsmitteln darauf, dass die Grenze nach Gaza geöffnet wird. Mehr zur aktuellen Situation im Nahen Osten jetzt. Heute ist ein Urteil gefallen in einem Kriminalfall, der 31 Jahre zurückliegt. Ja, damals wurde die Leiche einer Reiseführerin in einem Maisfeld in der Nähe von Düsseldorf gefunden. Die Polizei ging lange von einem Sexualmord aus. Ja, und erst viele Jahre später hat sich eine spezielle Ermittlergruppe für sogenannte Cold Cases diesen Fall noch mal vorgenommen. Ein Täter wurde identifiziert und auch schon ein anderes Verbrechen begangen hat. Der Blick in den Briefkasten ist jetzt nicht unbedingt das Erlebnis am Tag, auf das man sich so wirklich freuen kann. Meistens sind es ja Rechnungen, die auf uns warten. Nicht im Fall von Marina Hoffmüller. Bei ihr lagen einfach so zwei Goldbarren im Briefkasten. Was die Tagesmutter damit gemacht hat und ob die anonyme Spenderin oder der Spender bekannt sind, das erfahren Sie jetzt. Viele von Ihnen denken wahrscheinlich, ach, was habe ich denn damit zu tun? Aber es betrifft uns leider alle und manch einer hat es noch gar nicht mitbekommen. Hackerangriffe, Kriminelle attackieren bereits Stadtverwaltung und Krankenhäuser. Ja, sie legen Firmen lahm. Das hat oft mit den schlecht geschützten Computersystemen in Deutschland zu tun. Ja, und sie machen es Hackern leicht anzugreifen. Aber auch Daten von Privatleuten zum Beispiel, Ausweise, schwirren durchs Darknet. Und das macht schon nachdenklich. Ein Jahr lang haben sich die Kolleginnen und Kollegen von Report München auf die Spur der Hacker gemacht. Mehr dazu heute Abend, 21.45 Uhr, Cyberwar, die unsichtbare Schlacht im Netz. Ja, die Zahl ist kaum vorstellbar, aber rund 735 Millionen Menschen weltweit hungern. Fast so viele Menschen wie in ganz Europa leben. Ja, gerade durch Überschwemmung, Waldbrände und Dürren verschärft sich die Lage immer mehr. Hauptbetroffene sind vor allem Kinder und Jugendliche. Und die Schauspielerin Michaela May, die ruft in der Woche der Welthungerhilfe Menschen dazu auf, sich zu engagieren, so wie sie, oder eben zu spenden. Manche kennen ihn aus der Hitler-Satire. Er ist wieder da. Wieder andere wurden Fans, als er in der Erfolgsserie Four Blocks den korrupten Polizisten gespielt hat. Oliver Masucci ist einer der gefragtesten deutschen Schauspieler und dreht mittlerweile mit Weltstars in Hollywood. Ja, auch wenn er sich in seiner Kindheit hier in Deutschland eher ausgegrenzt gefühlt hat durch seine italienischen Wurzeln. Ja, das hat er jetzt in einer Biografie geschrieben. Uns hat er auch erzählt, wie er sich damals dann gewehrt hat. Ja, da würde man auf jeden Fall gerne mit am Tisch sitzen und mitessen. Es ist ein Sehnsuchtsort, ein Wahrzeichen und einfach ein fantastisches Bauwerk. Das Opernhaus der australischen Metropole Sydney ist heute vor 50 Jahren eingeweiht worden und feiert Geburtstag. Ja, was gibt es Neues von der Prominenz? Schauspieler Sam Neill hat offen und ehrlich über seine Krebserkrankung gesprochen. Mehr jetzt. Thorsten Gutz ist Bandleader von Sarah Connors Liveband und mittlerweile ein guter Freund von ihr. Ja, und als er nach und nach all seine Haare verliert, zieht er sich zurück in sein Schneckenhaus und muss lernen, mit der Glatze auf seinem Kopf zu leben. Das hat er getan, auch mit Hilfe von Sarah Connor und neuer Musik. Denn Thorsten Gutz ist auch solo unterwegs. Ja, und das war's schon von uns. Wir sind morgen wieder zurück mit Brisant. Schalten Sie ein. 17.15 Uhr ist es wieder soweit. Bis dahin. Ciao.